Pizzadreck, abscheulich, auf erbärmlichem Niveau. Man fragt sich seit langem, wieso Insassen von Fahrgastzellen nach der Sichtung meiner Wenigkeit an einem Master schälen. Abkommen von der Straße wie Methadonpatienten, alles heiß diskutiert in pädagogischen Zentren. Ich bin nicht Agro oder I Love Money Records, doch mein Output ist auf putschender Style der Shampoosbecher. Du weißt, mein Punch ist besser als das Christkindl-Zeug. Die Begrüßung bedroht dich bereits, du pisst Windeln voll. Ich bring's nicht mal Proll, das ist 100% Gauss. Und dein Kumpel kotzt sich aus, wenn er hört, was sich gehört. Es gehört sich, sich mit Teppichmessern emo-mäßig anzuschneiden, um sich dann auf Acid in der Spielothek den Schwanz zu reiben. Und das nur, um darzustellen, was das Fernsehen sagt und dass man seine Regeln befolgt, so wie am ersten Tag. Und undifferenzierte Scheiße zu einer Wissenschaft macht. Noch eine Folge Frauentausch und mein Gewissen kackt ab. Bitte schieb noch etwas über den Äther. Bitte lösch die Diskrepanzen zwischen Opfer und Täter. Bitte sag der Welt, dass Todesstrafe richtig und das Beste ist. Und bitte halt die Schnauze, wenn die GZ mein Essen frisst. Bitte schieb noch etwas über den Äther. Bitte lösch die Diskrepanzen zwischen Opfer und Täter. Bitte sag der Welt, dass Todesstrafe richtig und das Beste ist. Und bitte halt die Schnauze, wenn die GZ mein Essen frisst. Du bist ne Hure und verkaufst dich nackt und schamlos, kritisierst. Doch zeigst dann deinen fetten Arsch auf Farbfotos. Jeder, der mordet, stellt sich freiwillig fürs Interview. Niemand außer dir verkauft einem dreijährigen Kind Tattoos. Doch es ist so, dass ich der Böse bin, der Pöbel trinkt, Vögel fickt und dessen Gesicht ständig nach Möse stinkt. Ich übernehme auch gern die Rolle von Charles Manson und sehe jeden Tag mein eigenes Leid im Farbfernsehen. Ich kann nicht Auto fahren, denn das wird grad gepimpt. Siehst du nicht, dass du im Battle Rap die Munition der Punches bist? Ach, scheiß doch drauf, diese Pennerwelt im Flimmerkasten führt dazu, dass Rapper meinen, mit Hammercuts auf Boss zu machen. Ich bin die konzentrierte Form von Hass und Ekel und kann verbal deine Industrie in Schutt und Asche legen. Nimm in den Ku Klux Klan Schädel etwas Glutamat und Nägel und bau dir daraus einen Oscar, der die Qualität bestätigt. Bitte schieb noch etwas über den Äther. Bitte lösch die Diskrepanzen zwischen Opfer und Täter. Bitte sag der Welt, dass Todesstrafe richtig und das Beste ist. Und bitte halt die Schnauze, wenn die GZ mein Essen frisst. Bitte schieb noch etwas über den Äther. Bitte lösch die Diskrepanzen zwischen Opfer und Täter. Bitte sag der Welt, dass Todesstrafe richtig und das Beste ist. Und bitte halt die Schnauze, wenn die GZ mein Essen frisst. Antonia, gibt es denn schon Einzelheiten zu der Hinrichtung? Arbeit macht frei. Wie soll die Christen diskriminieren? Ja, wie? Den Finger gehe ich dann ins Arschloch lang, da hab ich die Scheiße am Finger, dann ziehe ich das so hoch. Was? Einmal sag's normal, ja? Zweimal sag's auch normal, aber beim dritten Mal flippst komplett aus. Es ist leider so, dass die Massen aufgehetzt werden, es ist leider so. Bitte schieb noch etwas über den Äther. Bitte lösch die Diskrepanzen zwischen Opfer und Täter. Bitte sag der Welt, dass Todesstrafe richtig und das Beste ist. Und bitte halt die Schnauze, wenn die GZ mein Essen frisst. Bitte schieb noch etwas über den Äther. Bitte lösch die Diskrepanzen zwischen Opfer und Täter. Bitte sag der Welt, dass Todesstrafe richtig und das Beste ist. Und bitte halt die Schnauze, wenn die GZ mein Essen frisst. Große Unterhaltung. Mehr ist darüber nicht zu sagen.